Heute zeige ich euch, wie man diesen Bären lumen kann. Anschließend zeige ich euch, wie man dieses Herz mit dem Bären verbinden kann. Viel Spaß beim Nachlumen! Zuerst machen wir die Beine. Wir nehmen drei karamellfarbene Gummibänder und spannen diese vom dritten zum vierten Stift am Ende des Lums. Wieder drei karamellfarbene Gummibänder nehmen und vom zweiten zum dritten Stift spannen. Wieder drei karamellfarbene Gummibänder vom ersten zum zweiten Stift spannen. Jetzt nehmen wir den Haken und wickeln ein karamellfarbenes Gummiband dreimal herum. Eins, zwei und drei. Wieder ein karamellfarbenes Gummiband nehmen und dreimal um den Haken wickeln. Eins, zwei, drei. Jetzt nehmen wir zwei karamellfarbene Gummibänder und ziehen alle Ringe über die zwei Gummibänder drüber. Jetzt nehmen wir ein hautfarbenes Gummiband und wickeln es dreimal um den Haken. Eins, zwei, drei. Wieder ein hautfarbenes Gummiband nehmen. Eins, zwei, dreimal um den Haken wickeln. Jetzt können wir das Ganze schließen. Wir nehmen wieder zwei karamellfarbene Gummibänder und ziehen jetzt alle Ringe, die am Haken sind, über die zwei Gummibänder drüber. Und jetzt können wir das wieder schließen und verwenden diese vier Ringe als Endband für das Bein. Und spannen es am letzten Stift des Looms auf. Dasselbe machen wir jetzt auf dieser Seite. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt können wir die Beine lumen. Wir schieben diese Bänder zurück und lumen drei Gummibänder nach vorne. Wieder die drei Gummibänder nach vorne lumen und diese auch. Wieder das zurückziehen. Drei Bänder nach vorne lumen noch einmal und noch einmal. Jetzt können wir die Beine abziehen durch alle Gummibänder durch und noch einmal durch alle Gummibänder durch und abziehen. Den Haken legen wir jetzt mal beiseite und machen jetzt die Arme. Wir nehmen 3x2 Gummibänder und spannen diese wieder von hier nach hier. Diese zwei Gummibänder vom zweiten zum dritten Stift und wieder zwei Gummibänder vom ersten zum zweiten Stift. Jetzt nehmen wir den Haken und wickeln ein karamellfarbenes Gummiband dreimal um den Haken. Eins, zwei und drei. Dann nehmen wir zwei karamellfarbene Gummibänder und ziehen diese drei Ringe über die zwei Gummibänder. Ups.
Dann nehmen wir ein hautfarbenes Gummiband und wickeln es dreimal um den Haken. Eins, zwei, drei. Dann schließen wir das wieder. Nehmen zwei karamellfarbene Gummibänder. Und ziehen es durch alle Ringe durch. Und verwenden diese vier Ringe als Endband und spannen es am letzten Stift vom Lumen. Dasselbe machen wir jetzt auf dieser Seite. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt können wir die Arme lumen, die untersten zwei Gummibänder nach vorne lumen, wieder nach vorne lumen, wieder nach vorne lumen. Und das machen wir jetzt auch auf dieser Seite. Wieder zurückziehen, zwei Gummibänder nach vorne lumen, wieder nach vorne lumen. Und diese zwei Gummibänder auch nach vorne lumen. Jetzt nehmen wir wieder den Haltehaken und ziehen die Arme vom Lumen durch alle Gummibänder durch und diesen Arm auch hier hineinfahren und abziehen. Jetzt haben wir schon die Beine und die Arme gemacht. Schön nach hinten stehen, dass nichts runterrutscht. Und jetzt machen wir den Kopf. Wir nehmen zwei karamellfarbene Gummibänder und spannen diese vom ersten mittleren Stift zum ersten linken Stift. Dann wieder zwei Gummibänder nehmen und vom ersten linken zum zweiten linken Stift spannen. Dann wieder zwei Gummibänder nehmen, vom zweiten linken zum dritten linken Stift spannen. Wieder zwei Gummibänder, aber diesmal in der Farbe Hautfarbe nehmen und vom dritten zum vierten Stift spannen. Jetzt nehmen wir wieder zwei karamellfarbene Gummibänder und spannen diese vom vierten linken zum fünften mittleren Stift. Dasselbe machen wir jetzt auch auf dieser Seite. Jetzt machen wir die Mitte. Wir nehmen wieder zwei karamellfarbene Gummibänder und spannen diese vom ersten mittleren Stift zum zweiten mittleren Stift. Wieder zwei karamellfarbene Gummibänder nehmen, vom zweiten mittleren zum dritten mittleren Stift spannen. Jetzt nehmen wir wieder zwei hautfarbene Gummibänder und spannen diese von dritten zum vierten mittleren Stift und wieder zwei hautfarbene nehmen vom vierten zum fünften Stift in der Mitte. Jetzt machen wir die Nase. Wir nehmen den Haken und nehmen zwei karamellfarbene Gummibänder, nehmen das erste und wickeln es dreimal um den Haken. Zwei, drei. Dann das zweite karamellfarbene Gummiband, wieder dreimal um den Haken wickeln. Eins, ups, eins, zwei, drei. Dann nehmen wir zwei hautfarbene Gummibänder. Und ziehen diese durch alle Ringe durch.
Jetzt nehmen wir noch ein hautfarbenes Gummiband und ziehen es durch die obersten vier Ringe durch. Die Nase spannen wir jetzt vom dritten linken Stift zum dritten rechten Stift. Jetzt machen wir die Augen und nehmen zwei graue Gummibänder und spannen diese auf den Haken. Also zuerst eins, eins, zwei, dreimal wickeln, dann das nächste graue Gummiband, eins, zwei, dreimal wickeln. Jetzt nehmen wir ein karamellfarbenes Gummiband und ziehen beide graue Gummibänder über das karamellfarbene Gummiband. Diese spannen wir jetzt vom zweiten linken Stift zum zweiten rechten Stift. Die Augen schieben wir noch auseinander. Und machen hier ein Dreieck. Wir fahren mit den Haken und nehmen das obere Gummiband und ziehen es über den zweiten mittleren Stift. Jetzt machen wir die Ohren. Wir spannen wieder zwei karamellfarbene Gummibänder vom vierten zum dritten Stift. Wieder zwei karamellfarbene Gummibänder von hier nach hier und wieder zwei karamellfarbene Gummibänder vom ersten zum zweiten Stift. Jetzt nehmen wir den Haken und wickeln ein karamellfarbenes Gummiband dreimal um den Haken, also eins, zwei, dreimal. Noch ein karamellfarbenes Gummiband nehmen und wieder dreimal um den Haken wickeln, eins, zwei, dreimal. Jetzt nehmen wir zwei karamellfarbene Gummibänder und ziehen diese durch alle Ringe durch. Jetzt nehmen wir ein karamellfarbenes Gummiband und wickeln es dreimal um den Haken. Eins, zwei, dreimal. Und jetzt können wir es schließen. Dann nehmen wir noch ein karamellfarbenes Gummiband und ziehen das durch alle Ringe durch. Jetzt spannen wir dieses Gummiband auf den dritten Stift und dieses Gummiband auf den vierten Stift. Jetzt nehmen wir noch ein Gummiband und spannen es, also wickeln es 1, 2, 3 mal herum und schon können wir lumen. Diese zwei Gummibänder nach vorne. Diese zwei Gummibänder nach vorne lumen, jetzt das oberste Band nach zurück drücken und die untersten zwei Gummibänder nach vorne lumen. Das Ohr ziehen wir etwas hinaus. Jetzt fahren wir durch alle Gummibänder durch und ziehen es ab. Dasselbe machen wir noch einmal. Und das zweite Ohr auch wieder vom Lumen nehmen, durch alle Gummibänder durch und abziehen. Jetzt befestigen wir die Ohren am Kopf. Wir nehmen das eine Ohr, nehmen das Halteband, das wir vorher um den Stift gewickelt haben,
und spannen dieses am vierten rechten Stift. Diese Gummibänder spannen wir jetzt auf diesen Stift, auf den ersten rechten. Die ersten zwei Ringe. Dann diesen Ring. Und diese zwei Ringe auch noch. Jetzt haben wir das Ohr befestigt. Ziehen es etwas hinaus. Dasselbe machen wir jetzt mit dem zweiten Ohr. Spannen es hier ein und hier. Jetzt haben wir beide Ohren aufgespannt. Jetzt machen wir die Haltebänder für den Kopf. Wir nehmen ein hautfarbenes Gummiband, verdoppeln es, also machen ein X und verdoppeln es und spannen es vom vierten linken Stift zum vierten rechten Stift. Jetzt nehmen wir den Haken und nehmen beide Gummibänder und machen ein Dreieck daraus. Jetzt nehmen wir wieder ein karamellfarbenes Gummiband und spannen es vom ersten linken zum ersten rechten Stift. Jetzt für den Körper nehmen wir immer zwei karamellfarbene Gummibänder. Die ersten spannen wir vom fünften mittleren Stift dann wieder zwei Gummibänder nehmen, vom fünften linken Stift zum sechsten linken Stift, vom sechsten zum siebten Stift auf der linken Seite spannen, vom siebten zum achten Stift zwei Gummibänder spannen und vom achten linken Stift zum neunten in der Mitte. Dasselbe machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Jetzt machen wir die Mitte. Wieder vom fünften zum sechsten Stift in der Mitte, zwei karamellfarbene Gummibänder. Wieder zwei karamellfarbene Gummibänder, vom sechsten zum siebten. Vom siebten zum achten. Und vom achten zum neunten Stift. In der Mitte. Jetzt nehmen wir den Haltehaken und spannen die Arme am fünften linken und am fünften rechten Stift auf. Jetzt den Haken nehmen und über den Stift spannen. Und auch mit der zweiten. Gummibänder drüber spannen. Jetzt machen wir auch die Beine. Die spannen wir vom 8. links und rechts. So, einmal hier. Und einmal auf der anderen Seite. Jetzt machen wir die Haltebänder für den Körper. Wir nehmen zwei karamellfarbene Gummibänder und spannen diese vom fünften linken zum fünften rechten Stift. Zuerst ein bisschen runterschieben. Wieder zwei karamellfarbene Gummibänder nehmen. Vom sechsten
linken zum sechsten rechten. Wieder zwei Gummibänder vom siebten linken zum siebten rechten. Die Beine etwas runterschieben und auch hier zwei Gummibänder spannen. Jetzt machen wir noch das Endband, nehmen wieder ein karamellfarbenes Gummiband und wickeln es hier. 2, 3. Und jetzt können wir lumen. Wir nehmen den Haken und schieben das Halteband nach hinten und lumen die ersten zwei Gummibänder nach vorne. Jetzt wieder die obersten zwei Gummibänder nach rechts lumen und diese zwei Gummibänder nach links lumen. Fahren wir ganz nach unten und holen uns die letzten zwei Gummibänder nach oben und lumen diese nach vorne. Wieder die untersten zwei Gummibänder nach vorne lumen, wieder Halteband zurück, nach vorne lumen. Dasselbe machen wir auf der linken Seite, die untersten zwei Gummibänder, nach vorne lumen, wieder nach vorne lumen, hier auch. Bei den Armen wieder ganz nach unten fahren und die untersten zwei Gummibänder in die Mitte lumen und auch auf der rechten Seite ganz nach unten die untersten zwei Gummibänder in die Mitte lumen. Jetzt lumen wir noch von hier nach hier. Gummibänder nach vorne lumen und hier auch. Jetzt lumen wir zuerst diese hautfarbenen Gummibänder nach vorne. Ist ein bisschen schwieriger, da sehr viele Gummibänder zusammenkommen. Wieder nach vorne lumen, dann diese nach rechts lumen. Ein Gummiband. Und das zweite. Und dann auf der anderen Seite auch noch. Jetzt lumen wir auf der rechten Seite wieder die zwei hautfarbenen Gummibänder nach vorne. Diese zwei Gummibänder nach vorne lumen. Wieder die zwei Gummibänder nach vorne lumen. Dasselbe machen wir auch auf der linken Seite. Hoppala. Also die untersten zwei sind die hautfarbenen Gummibänder. Wieder die untersten zwei. Wieder die untersten zwei. Jetzt lumen wir von links in die Mitte. Hält durch alle Gummibänder durch. Die untersten zwei Gummibänder in die Mitte lumen. Dasselbe machen wir auch auf der rechten Seite. Jetzt lumen wir noch die Mitte, also die hautfarbenen Gummibänder nach vorne lumen, die Nase
ziehen wir gleich durch die Mitte durch. So. Dann diese zwei Gummibänder nach vorne lumen. Und auch noch diese. Jetzt nehmen wir noch ein karamellfarbenes Gummiband. Mit den Haken fahren wir jetzt durch alle Gummibänder durch. Nehmen dieses Gummiband auf den Haken und, und ziehen es durch alle durch. Jetzt machen wir noch einen Knopf hinein und können den Bären schon vom Lumen lösen. So, ganz vorsichtig mit dem Haken. Mal hier, dann hier. Und dann in der Mitte. Jetzt noch hier. Und beim anderen Arm. Und jetzt auch noch bei den Beinen. Die Augen noch herausnehmen. Ups. So. Das ist jetzt unser Teddybär. Jetzt zeige ich euch noch, wie man dieses Herz mit dem Bären verbinden kann. Wir nehmen den Haken und ein durchsichtiges Gummiband. Fahr mit den Haken vorne durch die drei Ringe durch. Und auf der Seite beim Herz. Jetzt ziehen wir das durchsichtige Gummiband durch das Herz und durch den Arm vom Bären. Jetzt machen wir einen Knoten hinein. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Zuerst beim Herz auf der Seite, dann durch den Arm, durch die ersten drei Ringe und dann das durchsichtige Gummiband zuerst durch den Arm ziehen. Und dann durchs Herz. Und einen Knoten hineinmachen. Jetzt werden wir noch die durchsichtigen Bänder verstecken, indem wir durch den Arm wieder durchfahren und das durchsichtige Band durchziehen. Und es hier auf der Rückseite vom Herz verstecken. Einfach irgendwo hineinfahren und das durchsichtige Band durchziehen. So. Das war nicht das durchsichtige Band. Durchziehen. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Wieder durch den Arm. Das durchsichtige Band durchziehen, festhalten, auf der Rückseite vom Herz durchfahren und das durchsichtige Band durchziehen. So, genau. Drehen wir das Herz wieder um. Und so habt ihr ein schönes Geschenk.